Und moin, ihr Swagger, hier ist wieder Knochen, wieder mit einem coolen Replay. Ich sag so viel, es ist cool, es ist wirklich cool. Also ich bin hier, wie man sieht, mit dem dicken Max unterwegs. Eigentlich mein favorisierter Panzerjäger bisher. Habe ich auch die meisten Kills mit. Ich weiß auch nicht, warum es mit den anderen nicht so klappt. Ich kann mal so viel sagen, hier, der hat eine etwas bessere Panzerung, das sieht man auch. Ja. Okay, hier oben an der Kante, bei der Kante sollte man sich nicht irritieren lassen. Ne? Hier dahinter ist ein bisschen schmaler. Aber ist frontal auf jeden Fall besser gepanzert als zum Beispiel das Nashorn. Oder der Nashorn Panzerjäger. Und ich finde, er ist besser zu handeln. Gut, er ist auch ein bisschen kleiner, aber gut, man kann das Nashorn jetzt natürlich nicht mit dem dicken Maxen vergleichen. Und ja, 8 Kills habe ich mir hier zusammen gekillt, zusammen geschossen. Und er ist wirklich cool gewesen, also richtig cool. Ich war auch selbst überrascht, weil es ist immer schwierig, mit so offenen Panzerjägern irgendwo durch die Botanik zu fahren. Man muss natürlich zusehen, dass man einen guten Punkt hat, wo man bleibt. Ich wurde schon kritisch getroffen, kann ich schon mal sagen, aber letzten Endes Dark Erwin, jetzt siehst du erstmal Dark Erwin. Aber ich habe es überlebt. Ist klar, sonst, ne, und so. Das Fahrzeug habe ich hier nicht verloren, also ich bin komplett, konnte ich durchziehen. Ja, ist der Dark Erwin. Das Replay ist leider schon ein bisschen älter, also ich habe nicht mehr jedes Detail jetzt hier im Kopf. Ich muss, für mich ist das selber partiell neu. Das ist, glaube ich, schon vom 12. hier oder so. 12. oder 14. Ich habe noch ein anderes, aber das werde ich wohl nicht veröffentlichen. Da habe ich auch 7 Kills gemacht, habe das Fahrzeug auch nicht verloren. Aber im Prinzip reicht es, wenn man einmal so ein Replay hier macht. Ich habe ja ein normales Video vom dicken Max, da lief das, glaube ich, nicht ganz so gut. Und man muss schon tierisch vorsichtig sein. Hier ist auch schön zu sehen, wo der Fahrer ist und dergleichen. So ein SMK, oh Gott, ja, mein Video mit dem SMK, wenn ich daran denke, ey, was ist denn Scheiße. Zack. So, das ist mein erster Treffer. Cool, dass sie jetzt auch hier die Killcam mit beim Replay mit bei haben. Ich habe mich aber irgendein Replay vor 2 Monaten oder so darüber beschwert, dass hier keine Killcam beim Replay ist. So, Abschusshilfe, meine erste. Was mir auch aufgefallen ist, was viele nicht beachten, die schießen dann und während der Nachladezeit bewegen sie sich nicht weg. Die bleiben einfach an der Stelle stehen. Kommen nicht auf die Idee, dass der andere die ja wohl beschießen kann. Der sieht die ja genauso. Der kann die genauso ins Visier nehmen. Warum bleiben die dann stehen? Oder die warten dann, das ist mir auch schon aufgefallen, das habe ich nämlich bei jemand anderem gesehen. Der wartet dann, weil er ein Besatzungsmitglied ausgeschaltet wurde und dann wartet er an der Stelle und fährt einfach nicht weg. Er ist ja noch fahrtüchtig, aber er bleibt einfach an dieser Stelle stehen, bis das andere Besatzungsmitglied übernommen hat. Wie lange will er da am Leben bleiben? Ist ja klar, dass er dann abgeschossen wurde. War ja auch der Fall dann. Ich sag mal, in dem Bereich hier ist es natürlich noch ein bisschen simpler, wenn man dann schon so im Fünferbereich ist, dann wird es dann doch etwas kniffliger. Also mittlerweile hier jedenfalls. Dark Erwin ist immer noch da. Der lässt ihn hier unterkriegen. Bin mal gespannt, ob ich jetzt wen rausnehme. Hier wird nicht mehr telefoniert, wie man gerade sieht. Dark Erwin. Kein Durchschlag. Ja, man hat auch nicht immer Glück gehabt, ne? Ist eigentlich auch für den schweren Panzer. Ich weiß nicht, warum ich nicht gewechselt habe. Vielleicht ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass ich die jetzt benutzt hatte. Normal, ich benutze wirklich selten diesen Munitionstyp. Ist auch total dumm, den zu benutzen. Also man kriegt nochmal auf die Ketten hier. Ich denke gerade selber auch, wie peinlich, ey. Ich will die ganze Zeit wechseln, aber ich kann ja nicht. So, Artillerieschlag. Es ist jetzt so, als würde ich kommentieren, wie zum Beispiel mein Bruder spielt. Weil er ganz woanders wohnt und ich sehe ja gar nicht, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Warum wechsle ich nicht? Ich verstehe nicht, warum ich nicht wechsle. Zerstört. Ja, einfach mal die Munition wechseln, ne? So, das ist mein erster Kill. Und der nach über 5 Minuten erst. Danach ging es aber relativ flott. Das heißt ja auch, aller Anfang ist schwer und man muss natürlich erstmal so seinen Weg finden und so. Dark Erwin, du Trucker. Es tut mir wirklich leid, Dark Erwin.
Trotzdem ist mein persönlicher Held. Also, das waren jetzt schon 2 Kills. Innerhalb von knapp 30 Sekunden. Und so ein Tudelei hier schießt wieder hinter mir. Mein Gott, diese Typen gehen mir richtig auf den Sack. Ja, werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen. Ich habe ja auch noch Aufnahmen, wo mich einer die ganze Zeit getrollt hat. Der hat die ganze Zeit mein Nashorn durch die Gegend geschoben. Wirklich so ein Penner. Ich dachte mir so, den sollte man echt mal prügeln. Nicht töten, sondern einfach nur prügeln. So wie früher, so richtig mit so einem Rohrstock. Ich bin nicht so der Raketenfreund, ehrlich gesagt. Und ich mag es auch nicht wirklich, wenn ich Schlachtflugzeuge habe. Manche Schlachtflugzeuge sind ja so ein PBYs oder so. Da hat man ja Bomben wenigstens. Bomben bin ich doch etwas besser, etwas zielsicherer. So, wieder ein ausgeschaltet. Zwar nicht mit dem Max, aber weg ist weg, sage ich mal. Ich glaube, mit dem M10 da komme ich auch noch in Clinch. So, wieder ein zerstört. Es läuft hier richtig gut eigentlich. Also ich weiß, dass ich irgendwann auch mal ein bisschen weiter vorne bin. Irgendwo bei den Silos da. Das ist der nächste. Und der nächste zerstört. Weil das ist ja wirklich. Jetzt mal im Ernst, ne? Ich find's gut, dass die Killcam da ist. Finde ich gut. Jetzt endlich Killcam bei Replays. Was mir aufgefallen ist, wie gesagt, der Vorteil hier beim dicken Max ist, ich kann das Rohr viel weiter nach unten neigen als zum Beispiel beim Nashorn. Beim Nashorn ist das relativ starr, da hast du nicht wirklich viele Möglichkeiten und das ist eigentlich scheiße. Das nervt auch richtig. Und man muss viel mehr aufpassen, weil man einfach vorne hat man nur diese eine Panzerplatte da. Da war nur ein Treffer. Nur diese eine Panzerplatte da, die den Fahrer schützt, aber so, scheißegal, die können auch daneben schießen. Schießen sie halt neben die Platte. Die Leute sind ja nicht ganz doof, die kennen ja das Fahrzeug. Oder viele kennen das Fahrzeug, die wissen schon, wo sie hinschießen sollen. Und mit dem Nashorn hätte ich jetzt hier bestimmt einige Kills gar nicht machen können. Hätte ich viel weiter vorfahren müssen. So, also wenn ich mich recht entsinne, steht noch eine Abschusshilfe an und 3 Kills, aber ich weiß leider nicht mehr, wie die Kills waren. Ich kann mich nur entsinnen, ich war ja irgendwann mal weiter vorne. Oh, 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 oh. Alles klar, ich bin noch mit dem Bomber unterwegs. Das wusste ich auch nicht mehr. Was auch oft nervt, ist, ich gehe mit dem Bomber rein und dann kommen noch 1, 2 Jäger dazu, aber die kommen nicht auf die Idee, mich zu beschützen oder den Gegner abzufangen. Dann denke ich mir, wozu gehen die eigentlich rein? Dann stürzen sie im Kamikaze, stürzen sich einfach auf ein gegnerisches Fahrzeug und killen den ja nicht mal. Denke ich mir, das ist ja vollkommen hirnrissig. So, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch wen rausnehme. Yep, yep, yep. Ist schon wieder einer weg. Also das war einfach so ein wirklich perfektes Match für mich. Gut, ich war nicht, okay, perfekt wäre gewesen, richtig perfekt wäre gewesen, wenn ich Rang 1 gewesen wäre. Ja. Aber ich bin nicht auf Rang 1 gekommen, ein anderer Kollege hat es einfach mit weniger Kills, aber wohl mehr Treffern, hat er länger durchgehalten. Beziehungsweise hat mehr. Oh. Ich wusste gar nicht, dass ich noch einen hatte. Stimmt, einen habe ich aufgehoben, beziehungsweise war ich übers Ziel hinausgeflogen und habe die dann nicht mehr abgeschmissen. Upp, schon ist der nächste weg. Ne, jetzt habe ich ihn vertan. Der war ja nicht weg. Ja, auf jeden Fall hat der andere, der war wohl länger unter Feuer und hat deswegen mehr Punkte bekommen. Ist auch in Ordnung, weil ich finde, das kann ruhig honoriert werden. Ich habe auch schon einen zweiten Platz errungen mit nur 2 Abschusshilfen. Allerdings nicht mit dem Fahrzeug. Und da war ich auch nur, ich habe ja gar keinen gekillt. Ich war einfach nur so lange am Leben und so viel Feuer abbekommen, dass ich halt, ne, unheimlich viele Punkte gesammelt habe dadurch, ne. Das Ding hier. Was ist denn das? CIS-35 oder irgendwie so, ne? Und wie man sieht, ich habe gut Kills gemacht. Gut, klar. 2 von den Kills waren natürlich jetzt mit dem Bomber bzw. Schlachtflugzeug. Aber wenn man sich nicht die ganze Zeit irgendwie dazu genötigt fühlt. Zack. Ja, da habe ich mal einen abbekommen. Ja, da, siehst du, hat man gehört. Einer wurde verwundet. Wenn man sich nicht die ganze Zeit selbst unter Druck setzt, oh, ich muss jetzt hier unbedingt was wegschießen. Ja, dann klappt es wahrscheinlich besser, als wenn man ununterbrochen unterwegs ist und man näher ran will. Ja, der war schon fast ein harter Gegner, weil er nicht so ein One-Shot war hier.
Hört die Cis ballert auch die ganze Zeit drauf. Und jetzt kommen Bomben. Und dann denke ich mir, jo, man kann es auch mal fahren, ne? Eigentlich haben mich nur die Bomben, wie es scheint, nach vorne getrieben. Dass ich das noch überlebt habe. Das war eigentlich auch eine knappe Sache, denn ich bin ja nicht sonderlich schnell. Jetzt habe ich auch nicht darauf geachtet, was das für ein Bomber war. Also weiß ich auch nicht. Also wenn es ein Tupolev war, da hat man ja kleinere Bomben. So meinte ich das jetzt. Die ging daneben. Jetzt bin ich selber gespannt. Schieße ich den weg, den Ugnetator? Jedenfalls habe ich nachgeladen. Ja, jetzt fährt er vor. Zack. Und war ein Crit. So ein Treffer ist auf jeden Fall ein Crit. Ja, schon wieder Bomben, ey. Abpraller. Eigentlich auch eine krasse Sache. Ich meine, gut, mit der Killcam kann man wenigstens mal sehen, wie die Sachen funktionieren. Ach nee, jetzt weiß ich auch noch, wo ich noch eine Killcam gefordert hatte. Bei den Replays, oder generell bei den Flugzeugen, genau, das werde ich auch nochmal vorschlagen. Zack, zerstört. Ja, man muss halt nur sehen, wie man schießt. Vorhin habe ich gesagt, ich habe 3 Abschusshilfen gehabt, ich habe ja tatsächlich 4 schon. Ja, das wäre gut. Abschusshilfen, oder beziehungsweise, ach, Abschusshilfen, ich bin schon voll fertig, Mann. Ich habe schon so viele Videos heute gemacht, echt. Echt viel gequatscht heute schon. Nee, aber so Killcams bei den Flugzeugen wäre einfach gut. Ob man sieht, wo man reingetroffen hat und wie derjenige ums Leben gekommen ist. Das könnten sie auch mal implementieren. Ja. Aber wahrscheinlich sind die noch so mit beschäftigt, immer mehr die japanische Panzer hier reinzukriegen. Ich schätze mal, dass ich jetzt einen Kill mache mit dem Flugzeug hier. Nee. Hau ich mir echt noch raus hier. Irgendwas kill ich auf jeden Fall noch. Ich muss ja auf über 2200 Punkte kommen, denn so viel hatte ich ja letzten Endes. Das ist echt direkt gut. Ich glaube, ich mache sogar den letzten Kill, aber ich will nicht allzu viel sagen. Ach, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Das ist der M13. KV1. Zack, zerstört. Und das war auch schon ziemlich alles. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr fand es unterhaltsam. Abonniert mich. Ich brauche unbedingt Geld. Tut euch ja nicht weh. Ne? Und ja, viel Spaß noch beim Zocken und dann bis demnächst. Also, ciao, ciao, Leute. Haut rein.